mache die allerschönsten Biere und es wird dann auch sehr schön verkauft. Wunderbar. Danke, Tümchen. Bitte schön. Ich bin der Barmann, mach's was. Ist ein guter Job hier. Ich verdiene halt richtig viel. Also wenn ich reich bin, möchte ich gerne reisen, eine coole Freundin haben. Tom, Nora und Finn, Geschwister in Steinenbronn im Kreis Böblingen. Hier sind sie stolz auf Tom. Der ist voll der coole Bruder, den ich kenne. Der hilft mir manchmal beim Aufräumen. Ja, und wir spielen zusammen immer. Ja. Das ist einfach ein Held für mich. Ein sportlicher junger Mann mit 21. Also ich finde, er ist ein normaler Junge. Er spielt draußen Fußball oder ja, Hüpftrampolin. Oh. Und die Eltern? Eigentlich sind die Eltern ganz cool zu mir. Ich mag meinen Bruder am liebsten und meine Schwester mag ich auch. Und wie ist Tom? Unbetrübt, manchmal gedankenlos, aber auch wieder konzentriert. Ich glaube, Zukunftsperspektiven oder Zukunftsängste gibt es von Tom gar nicht, den Begriff. Ich glaube, seine größte Sorge ist, dass er nichts zu essen bekommt. Oder so. Aber sonst hat er keine negativen Gedanken. Oder ja, aber das heißt nicht, dass der Tom nicht auch sauer werden kann. Der Tom kann echt auch richtig sauer werden und verärgert sein, aber man kann ihn schnell wieder runterholen. Ja, und er ist willensstark. Also wenn er was lernen möchte oder haben möchte oder können möchte, das zieht er schon durch. Schreiben zum Beispiel kann Tom. Mit viel Geduld hat er es gelernt. In der Krone schreibt er die Liste, welche Getränke aufgefüllt werden müssen. Mit eisernem Üben während eines langen Praktikums hat er sich für die Festanstellung fit gemacht. Mit Kim, einer der jungen Frauen vom Service, arbeitet Tom besonders gern zusammen. Sie schätzt seine Geduld und seinen Optimismus im Team. Also ich glaube, wir vergessen oftmals, dass er ein Handicap hat und das ist, glaube ich, eher das Problem. Man vergisst es, weil er natürlich ganz normal mit uns umgeht und wir natürlich auch mit ihm. Aber ich glaube, wir verlangen ihm oftmals viel ab natürlich, ne? Was für einen normalen Mitarbeiter auch schon stressig ist. Also so für uns, wir wären jetzt genauso im Stress, aber er hat halt das Handicap und ich glaube, das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Die Kim, die unterstützt mich halt ein bisschen, sie motiviert mich ein bisschen, sie bringt mich zum Lachen, ja. Er kann auch anders, muss man auch dazu sagen. Also er hat auch Tage, wo man dann echt merkt, aber so wie wir alle, dann kann er dann auch mal echt böse werden, aber er verzeiht einem dann immer schnell, ne? Das wollen wir nicht sagen. Das wollen wir nicht sagen, nein, Tom. Schon früh hat Toms Vater ihn mitgenommen zum Sport. Kickboxen ist ein Hobby, das alle drei Kinder ausüben. Kick, kick, kick. Menschen mit Down-Syndrom haben oft eher eine Muskelschwäche. 8, 9. Tom dagegen ist ziemlich stolz auf seine Muskeln. Diese Disziplin hat ihm schon einige Trophäen für sein Zimmer eingebracht. Dort ist er besonders gern. Zu Hause, in seinem Zimmer. Mein Lieblingsplatz ist in meinem Zimmer. Dann kann ich hier ab und zu mal Musik hören oder auch mal einen Film gucken. Hier fühlt sich Tom wohl. Angenehm und gemütlich. Ein schönes und geborgenes Zuhause.